Ja, auf jeden Fall, ich erinnere mich an den Weg. Das ist komischerweise genau der gleiche Weg, den wir schon mal zurückgelegt haben, den ich schon mal zurückgelegt habe. Also hier muss laut meiner Handy-Map Wildtier sein. Da ist auch schon eins. Ich habe auch Hunger. Aber wir haben keine Streichhölzer. Warte, lass mich das erschießen. Ich habe fürs Gewehr relativ viel Munition. Ja. Guter Schuss. Habe auch lange genug gezielt. Hast du ein Jagdmesser dabei? Nee. Scheiße, ich habe auch kein Jagdmesser, sehe ich gerade. Wir können uns das nicht ausnehmen, wenn wir keine Jagdmesser haben. Wo soll ich das haben? Würdest du denn mitnehmen? Scheiße. Nee, leider nicht. Mist, Mist. Ohne Jagdmesser kein Fleisch. Kacke. Kann man sich das denn auch irgendwie craften oder ist das immer nur so, was du findest, hasse? Nee, was du findest, hasse. Man kann sich nichts herstellen. Du kannst dir nur, wenn du Munition dabei hast, verschiedene Arten von Munition daraus machen. Zum Beispiel kannst du aus Revolvermunition. Was ist da vorne denn? Ach, ich glaube, das ist noch ein Schwein. Kannst du Magazine machen oder du kannst auch aus verschiedenen Dinger für die Schrotflinte kannst du ein paar andere machen. Jetzt laufen wir hier im Regen rum. Aber ich glaube, wir können ein bisschen schneller laufen. Ja, meine ich auch. 42 Grad in diesem Spiel sind übrigens normal. Normaltemperatur. Also das ist wirklich deine Körpertemperatur, weil man kann hier eine Erkältung kriegen. Dafür braucht man dann diese Heatpacks. Ach so. Also es ist wirklich eher Simulation. Also eher sowas für mich so à la Truck Simulator 2012. Ja, genau. Und man kann hier sogar einen Truck als Fahrzeug nehmen. Das ist noch ein Tier. Ich habe die ersten Dächer gesehen, glaube ich. Ja, da ist eine Scheune. Das ist gut. Ich gebe sein Jagdmesser, ich habe Hunger. Oder sollen wir erstmal hier nach links gehen? Da ist, glaube ich, das Dörfchen. Da rechts ist nur eine Scheune. Ich habe noch eine Dose Bohnen. Mit Fleisch. Aber die kann man sich leider nicht teilen. Ja, du brauchst wohl die Joghurt sein, du musst was haben. Total finde ich auch nicht, dass man direkt schon sagen kann, dass man ein Team ist. Ja, so eine Gruppe bilden, ja. Ne? Das wäre noch schön. Manchmal lese ich aber im Multiplayer-Browser, dass irgendjemand der Leiter einer Gruppe ist. Aber ich weiß noch nicht, wie das geht. Oder ob das überhaupt Zufall ist oder ob das klappt. So, okay, ich sehe schon die ersten Zombies auftauchen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Wie gehen wir an das Dörfchen ran? Wo könnte was Interessantes für uns sein? Wo könnte was sein? Ich würde sagen, vielleicht da rechts in den. Also rechts haben wir einen Wald auf unserer Seite. Ja, genau, in den Wald meine ich auch. Okay, dann gehen wir erstmal in den Wald. Robben, oder? Ich glaube, dass wir sind noch weit genug weg, das geht noch. Wo wir verdammt sichtbar sind, ich habe hier drei Balken. Nur wenn. Aber die haben sie zu weit weg. Ja, die sind zu weit weg, glaube ich auch. Ich glaube, bis zum Wald können wir noch schnell. Da kommt einer direkt auf mich zu jetzt. Also noch relativ weit weg, aber die kommen hier hin. Hinter dem Tannenbaum, zwischen den beiden Tannen kommt jetzt einer durch. Stimmt, stimmt, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Den müssen wir umgehen. Leg mich hin. Robbe rüber, du hast den im Blick. Sag dir Bescheid, sobald ich einen Baum habe, wo ich Deckung bin. Okay. Ich habe ihn im Blick. Der schwenkt ab nach oben zu den anderen beiden Zombies. Sehr gut. Bin jetzt gleich an dem Baum. 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin in Deckung hinter einem Baum. Und. Okay, ich komme. Ich hab den im Blick.
Okay. Können wir hier... Oh, da kommt schon wieder einer von... Siehst du den auf der Straße rechts im Dorf? Nicht, dass einer kommt. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Wir bräuchten ein Scharfschützengewehr, dann könnten wir die alle aus der Entfernung platt machen. Und es gibt sogar welche in dem Spiel. Alles hier, habe ich gehört. Von der Straße meinst du? Was sagst du? Kommt einer? Genau, genau. Was sagst du dazu, wenn hast wir ein bisschen... Hast du einen Aufblick auf einem Gewehr? Mhm, leider nicht. Wenn wir ein bisschen weiter in den Wald reingehen und quasi das Dorf so von rechts unten angehen. Also... Obwohl, hier vorne könnte schon sein. Warte, ich geh mal einmal einen Baum weiter. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen näher ran, das ist klar. Guck mal, wie das hier unten in der Zombie-Lage. Das sieht ja im Wald immer ganz gut aus, oder? Da sind... Nee, da sind keine. Die sind nur in der Nähe von dem Dorf. Obwohl da von links gerade einer relativ... Okay, der hat wieder abgeschwenkt. Da hinten steht ein Auto. Mhm, sehe ich. Ja. Wenn wir von unten den Berg hochkommen... Also jetzt erstmal weiter hier runter. Dann den Berg da hoch und dann uns mal das Auto angucken. Da hätten wir auch Deckung von dem Wall. Okay, das stimmt. Ja, lass uns das so machen. Das Auto können wir aber, glaube ich, nicht benutzen. Weil das sieht zu kaputt aus. Hier unten ist es auf jeden Fall erstmal sicher. Schau mich mal so ein bisschen um, aber es sieht ganz gut aus. Ich habe hier Deckung, dann kannst du kommen. Quasi in der Nähe von dem grün-orangenen Haus da, ne? Erstmal hochkommen. Genau. Vielleicht bist du der Wand von dem grün-orangenen Haus. Ja. Okay, jetzt werde ich mal ein bisschen vorsichtiger gehen hier. Ich hab, Ich switch mal um auf meine Pistole. Wird gefährlicher. Mhm, ich habe auch Musik. Wird in der Hauswand. Okay. Also ich schau mich mal hier gerade im Dorf. Fluchtrichtung ist hier hinten in den Wald rein, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Fluchtrichtung in den Wald. Wenn uns Zombies am Arsch haben, erstmal dahin rennen und die ausschalten. Ich bin meine Ego-Shooter-Perspektive, da kann ich besser gucken. Ich lauf mal hier zur, geh mal hier zur Hauswand. Und guck mal was. Ja, hier vorne ist ein Hauseingang, da könnte was drin sein. Da ist ein Hauseingang. Wie sieht das mit deinem Blatt aus? Wie viel hast du da? Grün. Und oben in dem Debug-Monitor? Nein. Dunkel. 12.000 wahrscheinlich, oder? Nee, 12.000. Ja, ja. Wo bist du hin? Ich bin auf der anderen Seite des Hauses. Ach so. Siehst du das... In dem Auto bin ich. ...grün-rote Haus? Unten grün, in der Mitte rot, oben grün. Genau. Ja? In dem Eingang liegt was drin, glaube ich. In dem Eingang vorne. Ich gehe mal runter und robb mich mal ein bisschen näher ran. Da kommt einer! Der hat mich! Fuck, 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 renn in den Wald, renn in den Wald! Ich komm nicht hoch. Das dauert immer ein bisschen. Wo ist er? Wo ist er? Hab ihn. Schnell, verbinde dich. Ich cover dich. Verbinden. Ins Inventar, rechtsklick auf den Verbandskasten und dann... Ja, ja. Dingsen. Boah, in der Ego-Shooter-Perspektive ist das so schwer. Ich hab nur noch ein Magazin. Ist der hier was Gutes für uns? Schau mal nach, ob er was hat. Manchmal haben Zombies Pepsi Magazine. Nehme ich mal. Ist in deinem Rucksack noch ein Magazin drin? Ey, wir haben voll... Ich glaube, die Zombies hören nicht mehr so gut. Wir haben voll Schwein, dass sie nicht ankommen. Der kam... Der konnte mich gar nicht sehen. Die sind total schlau, die Scheißviecher. Schnell und schlau, das macht's umso schwerer. Ich robb mich jetzt gerade nochmal Richtung Auto. Bin jetzt erstmal hinter dir. Ich versuche mich in den Eingang von dem Haus zu robben. Ich glaube, da habe ich was gesehen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich höre was. Ach, ich höre dich. Oh, scheiße. Nee. Ja, Fehlalarm. Da ist nichts drin. Scheiße, ist leer. Ich bleib erstmal auf der Seite. Da kommen welche von oben runter. Gelaufen oder langsam? Langsam. Vielleicht sollten wir hier die Straße weiter entlang laufen. Ich komme jetzt zu dir. Das ist ein Baum, der gibt mir Schutz. Also hier sieht's ganz gut aus. Doch, oh fuck, ich höre was. Der macht nix. Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Und jetzt langsam rückwärts weg. Wenn wir hier schießen, haben wir die am Arsch. Wieso steht der auf einmal da? Der ist da gespawnt. Boah, wie gemein ist das denn? Ich gucke in die Richtung, wo die wir robben. Boah, fuck. Geht hinter die Mauer. Kannst du das schwarze Haus hier erreichen? Ja, ich bin schon in Deckung. Der sieht mich nicht mehr. Der sieht dich aber noch. Ich möchte aber... Ja, ich will aber am liebsten hier weiter robben, weil ich glaube, in dem Haus da vorne ist was drin. Welchem Haus? Was rechts an der Straße steht, aber ich höre da auch einen Zombie drin, glaube ich. Puh. Dass der uns nicht gesehen hat, das war ein Wunder. Ich schau mal, ob da einer drin ist. Ich bin jetzt die Straße weitergerobbt. Der steht immer noch da, ich glaube, der ist verbrannt. Oh oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, wieso oh, oh? Zwei kommen hier nur so Richtung. Von oben. Weil die haben mich noch Ich hab Supplies entdeckt. Ich hab Supplies entdeckt. Aber ich höre auch einen Zombie relativ nah. Da, fuck, ja genau, da hockt ein Zombie direkt über den Supplies. Kommen zwei Zombies, bewegen sich von oben. Also oben im Sinne... Überhalb von dem Wald, wo wir rausgekommen sind. Wie weit weg? Was schätzt du? Kann ich jetzt nicht mehr sehen. Ich bin jetzt fast wieder bei dir hinter dem Haus. Wir müssen dir jetzt gleich entgegenkommen. Was hältst du davon, wenn wir den Typen in dem Häuschen eliminieren? Den Opa da. Sollen wir es riskieren? Dem hier, ich guck grad drauf. Diese kleine mit dem, wo die Tür auf ist. Genau, der hockt nämlich genau über Supplies. Das könnte Essen sein. Ja. Ich warte, ich schleich mich an und werde den abknallen. Mach. Bist du bereit? Fuck, der kommt. Ich muss schießen. Ich muss schießen. Fuck, ich muss nachladen. Schieß! Der ist tot. Oh ne, doch nicht. Ich hab ihn erledigt. Aber ich muss mich verarzten. Der hat mich noch erwischt. Ich gehe hier rein und verarzte mich. Mein Blatt ist auf 11.168. Aber ich habe eine Bluttransfusion. Nein, habe ich nicht. Doch, ich habe eine Bluttransfusion. Das heißt, wenn es einem von uns richtig schlecht geht, können wir uns gegenseitig helfen. 10.122. Hier ist eine Toolbox. Werkzeugkoffer. Cool. Ich werde die mal mitnehmen. Ein Werkzeugkoffer, der zum Reparieren beschädigter Fahrzeuge verwendet wird. Jawoll, das können wir gebrauchen, wenn wir ein Fahrzeug holen. Sind die Supplies schon weggenommen? Mhm. Kann man irgendwie nichts machen. Ich mach die Tür hier zu. Geht gar nicht. Kann da nichts nehmen. Du kannst da nichts nehmen. Moment, warte mal. Da ist Verbandszeug. Ein Makarov-Magazin. Das ist für dich sehr gut. Ich nehme das Verbandszeug mal mit.
Auch Essen. Ja. Wir müssen Essen finden. Irgendwo in diesem scheiß Dorf wird es doch noch was zu essen geben. Ich schau mal mich draußen um. Hatte der Zombie vielleicht was dabei? Hast du den schon durchsucht? Nee. Ich guck mal, was er so dabei hatte. Ach, dass er sich immer hinkniet für die Ausrüstung. Nee, gar nichts dabei. Sind denn noch genug Häuser? Wir müssen einfach in jedes Haus hier rein. Ja, man kann in die meisten nicht reingehen, das liegt dann immer nur im Eingang rum. Okay, ich schau hier mal. Da vorne ist eine Hütte, vielleicht kann man da rein. Ich höre hier aber auf dem rechten Ohr noch irgendwo ein Zombie. Hier kann man rein. Und da ist auch kein Zombie. Ha! Was liegt hier? Ach, nur Schmerzmittel. Nehmen noch nicht mal. Hast du das Magazin genommen, das da lag? Da hinten in der Hütte? Ja. Ja. Oh, ich habe was gehört. Hier ist irgendwo einer. Da krabbelt einer. Ich weiß nicht, ob der uns gesehen hat. Wie ist der denn krabbeln? Ich glaube, der hat uns gesehen. Der kommt jetzt durch das Tor da vorne. Ja, der hat uns gesehen. Ja, der kommt. Ne, der hat es nicht gesehen. Doch. Doch, der kommt genau auf uns zu. Warte, ich schieße, ich habe noch mehr Munition. Wo ziele ich denn hin? Da kommt noch mehr, Alter. Achtung. Scheiße. Mein Bein ist gebrochen. Boah, in der Ego-Perspektive ist das ja so schwer. Ich hab keine Munition mehr. Ich muss mich verbinden. Ich laufe ins Haus rein. Krass. Das passiert, wenn man in ein Dorf schießt. Ja, selbst verbinden, mach doch. Oh Mann, mein Blatt ist auf 8000 runter. Ich hab hier jetzt noch Bandage, Verbandmaterial. Ja, das hilft leider nicht gegen Blutdings. Warum nimmt er das nicht? Bin ich voll oder was? Und ich muss... Fuck, ich habe mir ein Bein gebrochen. Ich muss Schmerzmittel nehmen. Aber das hilft nicht gegen gebrochenes Bein, da braucht man Morphium. Keine Munition mehr. Meine scheiß Pistole hält nur 3 Schuss. Ich weiß nicht, was das ist. Kaliber 45. Ja. Der kennt auch nicht richtig die Magazine, die ich habe. Das ist ein bisschen komisch. Oh, fuck. Der hat uns aber nicht gesehen. Leg dich doch hin. Meiner legt sich nicht hin. Nein. Doch, der hat uns gesehen. Schieß, schieß. Kannst du schießen? Der hat mir noch einen Knochen gebrochen. Wo siehst du das, dass der dir gebrochen hat? Rechts. Ne, erst war ich nur verstaucht, jetzt habe ich mir einen Knochen gebrochen. Scheiße. Du brauchst Munition. Ja. Der Heatpack hat er dabei. Da kommt noch einer. Warte, nicht in meine Feuerrichtung, da kommt noch einer.
Genug Krabbler, den kriegen wir noch. Ich kann nicht schießen. Scheiße. Nein! Fuck! Wir sind tot. Wir sind tot. Das wird nichts. Das können wir nicht überleben. Ich hab keine Munition. Ich kann nicht schießen. Boah, wie viele Zombies hier sind. Ich bin tot. Mich hat's erwischt. Die haben mich, glaube ich, noch nicht entdeckt. Jetzt bin ich tot. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe eine große Sanduhr, aber ich habe noch Blatt. Ich habe Minusblatt. Jetzt bin ich tot. Das war's. You are dead. Oh Mann, scheiße. Es lief so gut. Dann machen wir jetzt auch eine Aufnahmepause. Dann machen wir jetzt auch eine Aufnahmepause. Geht's vielleicht beim nächsten Mal weiter? Und dann fangen wir beide bei Null an. Scheiße. Na gut. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Macht es gut.